solch ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Einfach mal so nebenbei eine Bombe hingelegt und er läuft weiter. Es ist Zahltag. Es gibt zu wenig Betten okay. in eurem Reich. Bug. Alle Bauern er hat gerade Fähigkeit benutzt und... Einige Siedler haben nichts ja. zu essen. Okay. Das könnte ein bisschen lauter werden. Ach so. Die Fähigkeit lädt sich auf, sobald das gelegt ist. Ist auch praktisch, ne? Kannst du schon hinten den Auftrag geben und wenn er hier ankommt, kann er gleich die nächste Mine legen. Ist doch super. Ja. Ja, so. Ich wollte jetzt noch irgendwas... Ja... Ah ja, dann noch wollte ich euch noch was Spezielles zeigen, was man nur in dieser Runde machen kann. Ist jetzt zwar nicht super toll, aber kann man sich ja mal ansehen. Dazu brauche ich jetzt aber erstmal meinen Holzfällertrupp, der muss erstmal Gelände räumen. Bewegen. Nichts lieber als das. So, ich glaube, das müsste reichen. Es geht nämlich um diese kleine Ecke hier und ein Gebäude. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ja, das hatte ich dann mal so einfach per Zufall entdeckt. Feinde haben einen Held attackiert. Ja, los, sammelt euch um ihn. Sammelt euch, nicht weiteren sammeln, genau. So, jetzt. Also normalerweise gehen da mehr drauf. Das ist seltsam. Echt mal, normalerweise wären jetzt die alle noch mit drauf gegangen. Ich hab mal erlebt, da hat er so 30 Typen auf einmal gekillt. Ey, komm schon, das war echt unfair. Ah, so unfair. Ja. Und in dieser, also in dieser Runde, kann man jeden Einheitentyp bis auf die... Ja. Bis auf die Endstufe ausbauen. Das heißt, Bastard, Schwertkämpfer. Erik ist kampfunfähig. Und Armbrustschützen. Und ja, noch so einiges mehr. Also, ist schon super. Das kann ich dann euch dann nachher alles zeigen. Wenn ich die Bauphase und alles so übersprungen habe. So, haben die hier hinten die Bäume gefällt? Nein. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Rettet eure Haut, solange ihr es könnt. Einer eurer Helden steckt. Das war eine blöde Idee. Feinde greifen ihn an. Es Obwohl, gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Es gibt nicht genug zu essen. Ja, da liegt er. Im Berg. Schon begraben vom Schnee. Elias unterlag. Hä, was? Bewusstlos. Hä, was? Hä? Was macht der Typ da? Ausbau? Boah, nee, also... Sowas habe ich gemeint. Okay, Es gibt zu wenig Betten. Ja, toll. Ich hab's vergessen. Also... Es gibt nicht genug. Wenn ihr Elias da hinstellt, dann stellt ihn auf Position halten. Dass er nicht wegrennt. Ein Mann hat versucht, auf dem Wasser zu gehen... Und ertrank leider. Ja, der hat jetzt gesagt, und ertrank leider. Ja, er war bewusstlos. Ja, also... Und das beweist natürlich, wenn einer auf dem Wasser liegt, auch wenn der Held schon tot ist oder bewusstlos, kommt er halt vor der Burg wieder an. Und jeder, der rein will, latscht auf ihn drauf. Oh, der tut mir leid. Ich belebe ihn mal wieder. Ja, mein Herr. Los, helft ihm beim Aufstehen. Naja. So, das habe ich jetzt weiter erforscht. Und Stein. Und Eisen. Und Eisen. Und Eisen. Endlich. So. Also erstmal... Sofort. Hier das hier bauen. Aber was ich euch zeigen wollte, hier. Na gut. Das Haus ist... Also sobald man was bauen will, taucht das halt hier unter der Karte auf. Wie hier ein Stück Mine. Jedenfalls...
Und das wird dann so langsam nach oben geschoben. Das habe ich einfach mal per Zufall entdeckt. Also, ja. Das wird dann halt langsam oder nach entsprechender Anzahl der Leibeigenen einfach hochgeschoben. Durch die Karte hindurch. Die haben sich hier Mühe gegeben. Also, in keiner anderen Runde kann man das sehen, glaube ich. Weil immer sind da Berge oder so dazwischen. Um all eure Siedler versorgen zu können. Hör auf, dazwischen zu quatschen. Ja, also ich habe mir auch diesmal vorgenommen, ich mache das halt so, dass ich erstmal alles baue und dann erst die ganzen Dings. Also Wohnhäuser und Essen und so. Macht das nicht nach. Das sollte man nur machen, wenn man hundertprozentig weiß, dass man Zeit hat und dass man niemals in der Runde angegriffen wird. Weil man wird in der Runde niemals angegriffen. Deswegen kann ich das machen. Ansonsten nicht nachmachen. Immer gleich entsprechend Gebäude dazu bauen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es ist Zahltag. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Es gibt nicht genug zu essen. Jedenfalls, ja. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, genau, was von mir persönlich, was jetzt nicht zum Spiel ist, eigentlich so richtig, ich war in den letzten Tagen mehr auf YouTube und habe mir ein paar Videos angesehen und habe festgestellt, ja, habe mir ein paar Let's Plays von Spyro Spielen angesehen und ja, fand das eigentlich relativ gut und ich mag ja auch so Drachen, ne? Ich bin so gesagt, ja, ich mag Drachen halt, ne? Und ja, habe ich auch in meinem Profil drin, über mich. Ich mag Drachen, darunter ein schönes spezielles Bild. Ja, das ist alles, was man über mich wissen muss. Nee, aber trotzdem, ich mag halt Drachen. Ne, und habe mir das angesehen und so, und da bin ich auf eine Let's Playerin gestoßen, auf die ich mal hinweisen möchte. Ich möchte jetzt zwar nicht... Also... Es gibt nicht genug zu essen. Da muss man doch irgendwie abschalten können, oder so? Sound. Meldung. Naja, wichtig ist schon, falls ich irgendwann angegriffen werde oder so. Ach, so ein Mist. Naja. Was wollte ich jetzt sagen? Natürlich. Ja, ich wollte jetzt... Also, sie ist eine Let's Playerin, aber ich möchte jetzt nicht auf die Let's Plays hinweisen, sondern auf was anderes. Also, der Name ist die Lelle, also die und dann L-E-Doppel-L-E. Die liest nämlich hier eine von ihr selbst geschriebene Spyro-Geschichte vor. Und, um ehrlich zu sein, ich finde das richtig gut. Also, wer Spyro mag und lesen, also nicht lesen, Geschichten mag, die selbst von Leuten selbst geschrieben sind und die dann vorliest, so richtig mit Betonung und so und alles und sowas mag, der sollte sich das unbedingt mal anhören bis zum aktuellen Teil, wo sie gerade ist. Weil ich finde die wirklich gut. Also wollte ich nur mal drauf aufmerksam machen, ne? Schnee bedeckt die Landschaft. Mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ja. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Das sieht doch schon mehr nach einer Schmiede aus, oder? Ja, würde ich auch sagen. Das Gebäude ist nun. Ich wollte doch noch irgendwas sagen, ja. Ich weiß nicht. Irgendwas war da. Wir haben einen Held attackiert. Schon wieder. Lasset die Furcht von euch abfallen und kämpft! Ja. Irgendwas war da noch, aber was war denn das? Keine Ahnung. Fällt mir momentan echt nicht ein. Na gut.
Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Der Tag der Abrechnung. Steuern. Naja, ich war jetzt ziemlich still und habe überlegt und mir ist es nicht eingefallen. So. Aber. Sehr wohl. In Ordnung. Jetzt zeige ich noch die restlichen Dinge, die ich unbedingt hier zeigen wollte. Und bevor ich hier irgendwas. Bevor ich hier cutte und ja, dann zum gut. Punkt springe, wo ich dann sehr wohl. Das Spiel quasi beende und alles niedermetzle. Ja, mein Lord. Hier kommen schon die Zelte. Ich glaube, hier auf der Seite war noch irgendwo eine Truhe. Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Ja. Ich habe festgestellt, nur komischerweise geht man nie mehr Bauernhöfe. Boah, halt den Mund, ey, das gibt's doch nicht. Ich hoffe, das hört der Erzähler übertönt nicht meine Stimme. Ah, da ist sie. Sehr wohl. Die Truhe. 1000 Stück Lehm. Ist doch praktisch. So. Ja. Wie ihr wünscht, mein Herr. Und Pilgrim schicken wir jetzt rüber. Betrachtet die Sache als erledigt. Mit einem Leibeigenen. Wird erledigt. Na, hoffentlich überleben die das. Oh. Das ist zu schön. Feinde greifen ihn. Oh, jetzt gehen die weg. Oh. Ey, vielleicht kriege ich die alle mit einer Bombe tot. Das wär's doch. Kommt her. Ja. Das könnte ein bisschen lauter werden. Und? Na ja, es geht. Das haben wir gleich. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Jupp. Ja. Das kann ich. Also das sind jetzt schon Streitlanzenträger, Ausbaustufe 3, glaube ich. Und ja, ab. Also. Dario liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Na toll, die liegen auf dem Eis. Ich brauche eure Hilfe, meine Freunde. Angriff! Oh, na toll. Also irgendwie gerät das jetzt ein bisschen aus dem Ruder. Also was ich gerade sagen wollte, ist, sobald man die zum zweiten Mal ausgebaut hat, können die halt 8 Mann hinter sich herziehen. Sofort! Pilgrim liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Feinde haben einen Held attackiert. Nee, ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Ihr wollt... Wenn ihr es für richtig haltet, na gut. Das gibt's doch nicht. Normalerweise kommen die nie so weit. Ja. Was ist denn diese Runde los? Ja. Na, mal sehen, ob wir die beiden retten können, bevor das Eis schmilzt. Wieso liegen die eigentlich immer auf ihren Waffen drauf? Ich verstehe das nicht. Und... Ja, und jetzt schmilzt das Eis. Alle drei weg. Komisch. Sobald Dario da ist, ist auch wieder der Adler da. Seltsam. Freilich. Ich bin schon unterwegs. So, was wollte ich jetzt noch machen? Ach ja, die Aufruf. Ist schon. Der Sommer kehrt zurück. So. Arbeiter bezahlen ihre ja, wie schon gesagt, lasst mich bitte geschädigte meine Trupps, also die nicht alle Mann haben, kann man bei der Kaserne wieder auffüllen. Kurzschwertkämpfer. Ja, die werden wir auch noch schnell ein bisschen aufrüsten. Dass sie nicht gleich draufgehen mit dem Kampf mit den Banditen. So, währenddessen erforschen wir das da. Geschafft. So, war hier nicht noch irgendwas zu bauen? Ja.
Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Heureka! So. Ja, also ich habe jetzt glaube alles, also die drei Truhen. Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Gut, dann das Dorfzentrum. Ah ja, hier hinten, also hier ist noch ein Dorfzentrum. Aber bevor ihr das besetzt, würde ich vorschlagen, ihr killt erstmal die Banditen. Wenn ihr hier zur Seite geht und dann hier hoch.